Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nun ist es ja schon Winter im Herbst der Entscheidungen und viel ist ja nicht passiert und wenn, dann nicht das Richtige. Insofern haben wir jetzt hier über einen Fortschritt zu reden. Allerdings ist unverkennbar, dass es große Meinungsunterschiede zwischen Senat und Koalitionsfraktionen gibt, gerade in der Liegenschaftspolitik. Und dass die Senatoren, die sich fürs Thema interessieren sollten, hier nicht mal anwesend sind, scheint es zu unterstreichen. Zur Erinnerung, über zwei Jahre hat sich der Senat Zeit gelassen, auf den Beschluss des Abgeordnetenhauses zur Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik überhaupt zu reagieren. Und was dann Ende September als Senatsentwurf veröffentlicht wurde, ließ selbst Gutmeinende zweifeln. Die Koalitionsfraktionen reagierten kleinlaut. Die Bezirke kritisierten scharf und lehnten die Vorschläge am 15. November ab. Davon unbeeindruckt beschloss der Senat das Papier am 4. Dezember, also letzte Woche, unverändert. Sie haben nun ihrerseits Änderungen angekündigt, auf die wir sehr gespannt sein werden. Das wird auch dringend nötig sein, denn die beiden Änderungen der Landeshaushaltsordnung, die Sie mit dem heutigen Antrag vorschlagen, reichen bei weitem nicht aus und bedürfen selbst schon wieder der Überarbeitung. Will man den Koalitionsfraktionen also glauben, und das wollen wir gern, ist das Senatspapier nur Makulatur. Mal sehen, ob Sie es besser machen als der Senat. Dieser hat das Ansinnen des Finanzsenators, die Verwertbarkeit von Landesliegenschaften weiter zu optimieren, seine Dominanz in dieser Frage zu stärken und auch auf die Bezirke auszudehnen, offenbar kampflos akzeptiert. Mit der Einführung des spekulativen Potenzialwertes, Herr Esser wies schon darauf hin, unauffällig übrigens als ergänzende kaufpreisbestimmende Betrachtung durch den Liegenschaftsfonds bezeichnet und einer rein monetär verstandenen Stadtrendite, wird das ursprüngliche Anliegen des Abgeordnetenhauses in sein Gegenteil verkehrt. Zur Erinnerung, das Parlament wollte 2010 wirklich eine neue Liegenschaftspolitik. Primär ging es dabei um die Gleichberechtigung des sozialen, stadtentwicklungs- und wirtschaftspolitischen Ziele in der Liegenschaftspolitik und das Zurückdrängen der fiskalischen Dominanz, um die Aufgabe des Vorrangs von bedingungsfreien Bieterverfahren zugunsten von Konzeptverfahren, Zwischennutzung und Vergaben in Erbpacht sowie die Einführung von sogenannten Vorhalteflächen, eine Neustrukturierung der Kriterien in der Clusterung der Grundstücke und darauf aufbauend der Kriterien der Vergabeverfahren, die Einbeziehung des Grundvermögens anderer Vermögensträger, da haben Sie jetzt einen Vorschlag gemacht, und auch eine Stärkung der Rechte des Parlaments. Auch der damalige Beschluss hatte zweifellos Schwächen und Ungenauigkeiten. So ist zum Beispiel die kreative soziokulturelle Entwicklung von Stadträumen als Treibsatz in der Stadtentwicklung nicht als Kernziel formuliert worden. Die Förderung des Wohnens kam schwammig daher und die Kriterien der Vergabeverfahren waren nicht näher definiert. Sowas ist bei Kompromissen unvermeidlich. Sie haben ja daran mitgewirkt. Insofern werden Sie wissen, was ich meine. Und es war dennoch ein epochaler Fortschritt. Der aktuelle Senatsbeschluss, transparente Liegenschaftspolitik, hat damit nichts mehr zu tun. Am Anfang und Ende wird blumig von anderen als den fiskalischen Zielen erzählt. Im Kern aber geht es um eine klare Ausrichtung der Liegenschaftspolitik auf maximalen Erlös. Es geht nicht um eine neue Politik, sondern die Ausmerzung der vermeintlichen Schwächen der Alten. Ergänzung und Erweiterung des Verkaufsportfolios und überwiegend Verkauf zum maximalen Erlös, das ist die Botschaft des Senatsbeschlusses. Dazu soll das Grundvermögen aus immobilienwirtschaftlicher Sicht strukturiert werden, entlang der Linie verkaufbar, noch nicht verkaufbar, leider wahrscheinlich überhaupt gar nicht verkaufbar. Die Beweislast für die Notwendigkeit einer Liegenschaft wird umgekehrt. Bisher haben die Vermögensträger entschieden, was sie aufgeben wollen. Jetzt müssen sie nachweisen, was sie behalten müssen. Und zum dringenden Thema bezahlbares Wohnen gibt es überhaupt nichts Konkretes in diesem Beschluss. Jetzt ist meine These, dass Sie deshalb zeitgleich Ihren Vorstoß unternommen haben, um von dem peinlichen Senatsbeschluss abzulenken. Das ist im Übrigen auch notwendig. Die Ausweitung der Beschlussrechte des Parlaments und die Einbeziehung weiterer Liegenschaften in die Betrachtung finden wir gut und richtig. Sie binden es allerdings in Ihrem Beschluss an ein, Zitat, vom Abgeordnetenhaus genehmigtes Liegenschaftskonzept. Dieses liegt bekanntlich nicht vor. Insofern ist eine Beschlussfassung erst nach Änderung des Senatskonzepts möglich und sinnvoll. Und bei dieser Gelegenheit sollten Sie noch mal überlegen, ob die Einmonatsfrist für den Beschlussvorbehalt wirklich realistisch ist.
Ansonsten könnte es passieren, dass kritische Grundstücksangelegenheiten künftig kurz vor den Parlamentsferien hier eingereicht werden und dann, plups, sind leider 4 Wochen vorbei. Ihre Redezeit ist vorbei, Frau Kollegin. Sie müssten bitte zum Ende kommen. Letzter Satz. Ich denke, die Einbeziehung betriebsnotwendiger Liegenschaften ist richtig, das habe ich schon gesagt. Wenn es die Koalition mit einer neuen Liegenschaftspolitik tatsächlich ernst meint und dem Senat in dieser Sache die Stirn bieten will, dann kann sie auf unsere Unterstützung zählen. Eine Voraussetzung dafür ist aber die konstruktive Zusammenarbeit am Runden Tisch Liegenschaftspolitik und die Umsetzung eines qualifizierten Verkaufsmoratoriums. Vielen Dank. Danke auch.